Fonies und willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ja, viele haben mich gefragt, wie Eevee's Pen so funktioniert und heute wollte ich es euch mal zeigen. Ich wollte euch mal das Lasso beibringen, weil das ist ein sehr, sehr gutes Tool, womit ihr einzelne Dinge ausschneiden könnt. Zum Beispiel dieser eine Wolfkopf sieht nicht so allzu gut aus. Und zwar, wenn ihr dieses Lasso nehmt, könnt ihr zum Beispiel dieses Ohr jetzt abschneiden. Und es in einen anderen Platz halt bringen. Und ihr könnt halt auch noch dieses Ohr jetzt verzehren. Das heißt, also das Ohr quasi weiten. Also ihr könnt es jetzt einfach so länglich ziehen. Oder ihr könnt es halt viel größer machen. Oder mit dem anderen Tool könnt ihr noch das Ganze biegen und halt eine ganz andere Form daraus auch machen. Und das ist halt auch ziemlich sehr, sehr lustig manchmal. Das nächste Tool ist der Zauberstab. Und zwar mit dem Zauberstab könnt ihr einzelne Bereiche markieren und somit dann auch ausmalen. Zum Beispiel können wir jetzt irgendeine Farbe auswählen und es dann so ausmalen. Das können wir auch mit dem Füllwerkzeug, aber wenn wir jetzt zum Beispiel noch so Muster drauf haben wollen, dann können wir einfach über die Linie malen und trotzdem bleibt es. Also es geht nicht über die Linie. Das hat zum Beispiel Marianne, glaube ich, gefragt. Und so geht es halt auch nicht über die Linie, sondern es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil so könnt ihr einfach, zum Beispiel wenn ihr auch Wölfen jetzt die Pfoten malt oder so und zum Beispiel das etwas weich schattieren wollt, dann könnt ihr das einfach über die Linie malen. Das ist ziemlich, ziemlich hilfreich. Das nächste Tool ist eins, was ich fast immer benutze. Und zwar, wie ich meine weichen Linien mache zum Beispiel. Das wäre jetzt eine ganz normale Linie. Und wenn wir jetzt dieses Tool nehmen, und zwar wenn wir hier oben drauf drücken und das an Press Fading anschalten, wird die Linie viel weicher und viel spitze laufender. Das nutze ich zum Beispiel sehr oft für Fell. Ihr könnt jetzt natürlich auch noch das Verlängern, also die Endlänge und die Anfangslänge ändern. Damit wird die Linie natürlich auch etwas anders. Und das ist zum Beispiel sehr hilfreich, wenn ihr Fell zeichnet. Zum Beispiel, das kann ich euch mal kurz zeigen. Das nächste Tool sind die Linien aus. Und zwar, wenn ihr oben auf Felder drückt und dann auf Strich beide. Also ihr müsst eine neue Ebene über eurem Bild machen und dann auf Strich beide oder Strich außen drückt, könnt ihr die äußere Breite ändern. Der inneren Breite könnt ihr auch noch dann auswählen, also ihr könnt es quasi verkleinern. Ihr könnt die Kanten glätten, den Farbton ändern, die Sättigung und die Helligkeit. Und die Deckkraft natürlich. Aber das Entscheidende ist, dass ihr diese äußere Linie habt. Und ihr müsst es nicht selber malen. Und das ist dieses Hilfreiche. Und jetzt werde ich Galaxy zeichnen und euch das Shading beibringen. Viel Spaß! Ihr wählt eine neue Ebene aus und setzt sie auf Multiplizieren. Danach wählt ihr nur das Tier mit dem Zauberstab aus. Ihr wählt eine etwas dunklere Farbe, wie zum Beispiel mein dunkles Pink, und malt mit einem dicken Stift über das Tier.
Verstellt die Deckkraft etwa auf 70% und wird eure Farbe etwas heller, fast weiß. Ihr malt mit dem Federhalter weich, da er sich gut eignet, das Shading. Da könnt ihr ganz kreativ sein. Shading, ihr nehmt eine neue Ebene und wählt hinzufügen aus, bei den normal. Dann wählt ihr eine etwas hellere Farbe, zum Beispiel dieses Gelb, was ich gerade nutze, zum Beispiel wenn Licht gerade ist, und wählt wieder den Airbrush aus. Und jetzt zeichnet ihr einfach etwas hell das Licht. Aber wichtig ist, dass es auf hinzufügen gestellt ist. Weil sonst sieht es leider so aus. Falls ich übrigens mal ein Text-Tutorial noch machen soll, weil man mit Eevee's Pen super Texte bearbeiten kann, zum Beispiel wie man so etwas macht,